Eins, zwei, drei. Sandwich. Eins, zwei, drei. Da, da, da. Und dann offenes Ende. Heute haben wir mit vollem Power angefangen und die ganze Kombination war das. Ochos rückwärts. 1, 2, 3. Sandwich. 1, 2, 3. Da, da, da. Und dann offenes Ende. Schritt für Schritt. Ochos rückwärts und jetzt. Schritt, wechseln, Schritt, wechseln, Schritt. Schritt, wechseln, Schritt, wechseln, Schritt. Dafür ist besser, wenn ich die Fersen hebe. Ja? Wenn ich die Fersen hebe, selbstverständlich kann ich die Fersen hier heben. Aber wenn ich das einfach normal mache, ohne drüber nachzudenken, passiert das. Mein Körper geht nach vorne. Und das zwingt sie, sich zu bewegen. Sie spürt, etwas kommt hier drauf. Und das ist genau, was ich will für die Verdopplung. Die Verdopplung ist einfach mehr Energie bei der Führung. Mehr Spannung, mehr Gewicht, alles zusammen. Und das wollen wir genau. Eins, zwei, drei. Und dann spürt sie die Führung. Voto hier. Das ist der wichtige Punkt. Noch dazu, wenn ich die Fersen hebe, bin ich auch schneller. Dazu gehört ein kleiner Pivot, aber der Pivot ist nicht wichtig. Das, was ich mir vorstellen muss, ist, als ob das wäre Zeit, schließen, hinten, schließen, vorne. Und das a tempo. Ta, 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 ta. Dann reicht nur ein kleiner Pivot. Ta, 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 ta. Und bin ich schon wieder, wo ich angefangen habe. Da, 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 da. Dann das Sandwich. Dame? Ja, die Ochos haben wir gesagt. Wichtig ist beim Drehen, die Ebene nicht enden. Also auf keinen Fall zum Strecken kommen, sondern unten bleiben. Knien, knien. Und beim Verdoppeln ist genau so. Ich bleibe unten und ich mache kleine Schritte. Wichtig ist der Fuß, der ankommt, nicht die Drehung, also das Drehen. Jetzt, die Tendenz ist, dass wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, die Schritte werden auch kleiner. Und das ist wichtig, nicht nur für diesen Teil, sondern für den letzten Teil auch. Und dann werde ich euch zeigen, warum. Aber erstmal machen wir weiter. Zeigen wir den Sandwich so. Eins, zwei, drei. Wenn mein Körper hier zieht, das muss ich mit dem Arm und mit der Hand verbinden, damit alles am Stück bleibt. Und wenn ich nach hinten gehe, pap, der Impuls ist sofort. Sofort. Was ist gerade mit ihr passiert? Sie ist nach vorne gegangen, oh, sie ist rückwärts gefallen. Warum? Das habe ich genau so geplant. Damit sie das hintere Bein nach vorne bewegt, aber den Körper nicht. So bleibt das Gewicht hinten und es ist leichter, dieses Spiel zu machen. Wenn ich sie ganz zu mir so hole, dann gibt es kein Gewicht. Dann muss ich das nochmal so führen. Also ganz schnell. Und für die Damen, wenn die Führung auch so ist, das Bein muss sich sofort bewegen. Eins, zwei, drei. Haben wir auch gesagt, Position für Sandwich für die Dame ist vorne gestreckt. Und hinten kann beugen oder gestreckt sein. Aber nie so. Wenn ich zu Sandwich komme, muss ich vorne gestreckt sein. Also. Gestreckt und dann wieder beugen. Und dann noch die nächste Sache beim Sandwich. Ich muss drehen. Drehen und dann wieder zurück und dann wieder drehen. Knien eindrehen, sonst treffe ich den Partner. Wenn wir da anfangen, wenn wir uns vorstellen, das ist die Richtung der Milonga. Dann machen wir ja so. Eins, zwei, drei. Sandwich. Eins, zwei, drei. Aber hier will ich nicht unbedingt in die Mitte der Fläche gehen. Ich will dahin. Also was mache ich? Hier drehe ich ein bisschen, so kann ich sie jetzt da führen. Aber Achtung, vor, seit, rück. Ja? Da kann auch ein Problem geben. Und ich zeige euch gleich, was das ist. Okay, jetzt ist mir irgendwie so ein bisschen zu weit. Und das ist wieder kein Haltungsproblem, kein technisches Problem, es ist ein rhythmisches Problem, es ist Zeitsache. Wie ich schon erklärt habe, je schneller wir tanzen, die Tendenz ist, dass die Schritte kleiner werden, desto kleinere Schritte. Also das heißt, im einfachen Tempo hat sie mehr Zeit,
für den Übergang. Und daher macht sie größere Schritte. Wenn ich das verdopple, dann hat sie weniger Zeit, dann die Schritte sind kleiner und sie bleibt näher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kann sie nicht so weit weglaufen. Jetzt einfach da hinten heben und jetzt, Achtung, anpassen. Ich beginne sie schon zu führen und passe gleichzeitig an. Okay? Dann kann hier, da eventuell, warum nicht? Thank you.